Willst du anfangen? Willkommen zurück zu Teil 3 von unserem Let's Play von Lego, der Herr der Ringe. Und hier haben wir schon die Karte vom malerischen Örtchen Bre. Und wie wir sehen können, oder wie wir nicht sehen können? Wie wir was sehen können? Ja, wie wir sehen können, können wir auch herauszoomen aus dieser Karte und hineinzoomen. Und wir können uns hier schon mal eigentlich die ganze Karte von Mittelerde angucken. Bis hin nach Mordor, wobei es hier ein bisschen plötzlich aufhört. Und mir die Karte auch ein bisschen gestaucht vorkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Aber die für den Herr der Ringe wichtigen Orte sind zumindest alle drin. Wäre ja auch blöd, wenn und nicht. Und die Männchen, die Lego-Figürchen sind ja auch eher gestaucht. Ja, aber da sehen wir schon mal ungefähr, was auf uns zukommt. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, es ist eine offene Spielwelt diesmal und wir haben Rollenspielelemente wie ein sehr umfangreiches Inventar für ein Lego-Spiel und Nebenquests. Und vielleicht machen wir jetzt mal eine von denen, oder? Wir sollten doch für den einen Heini hier im Dorf immer noch seinen Kessel besorgen. Warum bin ich froh? Ich will nicht froh, du kannst natürlich auch jemand anders sein. Möchtest du Aragorn sein? Nein, jetzt bin ich Pippin, damit bin ich zufrieden. Ein Questfinder. Den kann ich für... Soll ich den kaufen? 50.000? Mach ich mal, oder? Was immer uns das bringt. Ich denke, jetzt können wir irgendwo was kaufen, oder? Ja, ich bin Aragorn gerade. Ich bin nochmal ins Tänzelnde Pony reingelaufen, wo wir die Nazgul auf der Herrentoilette eingesperrt haben. Also hier, die scheint sich auch noch nicht wieder befreit zu haben. Die Tür ist nicht mehr versperrt, aber sie scheinen nicht rausgekommen zu sein, denn der Laden brennt nicht. Dafür jedenfalls noch nicht, dafür sorgen wir jetzt. Verprügelt Sam hier alles, inklusive der Gäste. Was, Sam? Sam verprügelt? Sam. Schau, hier ist so ein Ort, wo Elfen höher springen könnten, aber wir haben noch keinen. Sam verprügelt nur die Gäste, die sagen... Okay, Das schneiden wir später raus. Nein, das tun wir nicht. Sam kann nämlich Feuer machen. Und das erklärt mir eine kleine Feuerbox aus. Herz allerliebst. Feuer. Könnten wir reinklettern? Ich habe keine Ahnung, was wir das bringen, aber wir tun es einfach. Vielleicht bringt es uns. Ich lebe hier gerade nicht die besten Seiten des künftigen Königs von Gondor aus. Ja, er muss halt noch mal ein bisschen die Sau rauslassen. Bevor. Ja, genau. Das ist sozusagen sein Polterabend. Ich glaube, hier bräuchten wir jemanden mit Narsil bzw. Anduril, um die Mordor-Steine zu vermöppen, aber noch bist du nicht im Besitz dieses Schwerts. Noch nicht. Also rein theoretisch, da müsstest du es haben, aber im Film haben sie es nicht. Ja, aber kaputt müsste ich es haben. Ja. Übrigens danke an alle, die uns ein bisschen aufgeklärt haben in Tolkien Mittelerde-Historie, wo wir noch Bedarf hatten, unsere gewissen Lücken zu schließen. Wobei, ich meine, ich hätte damals Anduril gesagt, aber du hast mich hinterher darüber aufgeklärt, ich hätte gesagt. Ja, aber ich habe, ja... Ich glaube nicht, dass Aragorn hier nochmal bedient wird. Ich habe ja gedacht, ich war mir sicher, dass Aragorn stirbt, als ich ein Buch gelesen habe, den Satz, und Aragorn verließ das Land Lothlorien und kehrte niemals lebend dorthin zurück. Aber er ging einfach nie wieder hin. Ja. Und Aragorn verließ das tänzelnde Pony und kehrte niemals wieder lebend dorthin zurück. Nicht? Ich würde das nicht unbedingt für unsere Session sagen. Ich gehe da nicht wieder rein. Ja. So. Ach, hier hast du eben Feuer gemacht? Nein, eigentlich. Ich glaube, ich habe woanders bist du, gemacht. Bist du das? Das bist du. So, der Typ hier wollte seinen Kessel wieder haben. Haben wir irgendeinen Hinweis, wo der Kessel sein könnte? Vielleicht auf der Karte? Nö, hier ist nur die Quest. Finde es, den es Kessel. Es hieß nur, er hat denjenigen Kessel im Wald verloren, da, wo uns vorhin der dunkle Reiter verfolgt hat. Das heißt, wir sollten am besten zurückgehen und den Kessel suchen. Wollen wir das mal machen? Okay. Wir haben übrigens auch Tom Bombadil verpasst. Nein. Offensichtlich. Das hier ist wohl Tom Bombadil. Ja, dann lass uns doch sowieso mal den Weg zurücknehmen. Wer ist eigentlich Tom Bombadil, Maike? Ja, der taucht in den Filmen nicht auf, aber Tom Bombadil ist sowas wie der gute Geist des Waldes zusammen mit seiner Ehefrau.
Und er rettet die Hobbits vor einer bösartigen Weide. Das klingt jetzt seltsam, also Weide wie Baum. Old Man Willow, der die Hobbits einwächst, als sie sich unter ihm schlafen liegen. Aber das war eine... Und da rettet sie nochmal, glaube ich. Er ist auf jeden Fall später, glaube ich, auch als mit den Elfen unterwegs. Als sie in dem Hügelgrab sind, rettet er sie doch auch nochmal. Wo sie im Buch die Schwerter herkriegen, die ihnen Gandalf einfach so mal in die Hand drückt. Aragorn. Aragorn drückt sie ihnen sogar in die Hand. Das Rollenspielelement ist, ich laufe durch den Wald und suche irgendwas. Weiß nicht genau, was ist. Wir sind ziemlich nah an Tom Bombadil dran. Vielleicht hat Tom Bombadil ja den Topf gefunden. Meinst du? Hey, Bombadil. Ja, ich stehe in seinem Hof. Warum ich das denn nicht mache? Ja. Weil ich weiß nicht, wo ich bin. Entschuldige. Sam lebt erstmal seine Gärtnerseele hier aus und hat Pflänzchen wachsen lassen. Er prügelt sinnlos Steine und andere Pflanzen, die nicht so gefallen. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich habe letztes Mal wie das letzte Arschloch benommen beim Spielen, weil ich halt Frodo war. Ja? Und jetzt versuche ich ein bisschen gesitteter zu spielen. Deswegen verprügel ich erstmal Tom Bombadils Komposthaufen. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Lass uns mal reingehen, vielleicht finden wir den guten Mann in seiner Hütte. Ja, ich komme schon. Nein, sie ist leer. Vielleicht muss Frodo das machen. Sein Schild zerhauen. Tja. Das finde ich jetzt fast ein bisschen schade. Und vielleicht finden wir eine Weide, die uns frisst. Ich habe auf jeden Fall Mithril gefunden. Nein, habe ich nicht. Ich habe Maulwurfsgrillen gefunden. Oder was würdest du das hier nennen? Bei mir läuft eine Uhr runter. Ich glaube, wenn ich es nicht schaffe, die Dinger hier zu besiegen. Ah ja, ich muss sie 10-mal erschlagen, bevor die Uhr runterläuft. Da könntest du mir helfen vielleicht. Ich bin noch dabei. Achso, danke. Entschuldigung. Einmal noch. Ja, jetzt haben wir Mittel gefunden. Toll, oder? Juhu. Damit wir wieder irgendwelche Gärtnerwerkzeuge herstellen können. Was? Gärtnerwerkzeuge sind wichtig. Wir haben letztes Mal eine Mittelkelle hergestellt. Und nur mit dieser kamen wir ins tänzelnde Pony hinein. Hier muss ich sagen, es hätten ihnen sinnvollere Quests einfallen können. Inwiefern sinnvollere? Sind sie ja, nicht es muss episch so, genug? Nee, aber ich hätte gerne was ist das hier? Eine Quest gehabt, die irgendwie Sinn macht, wenn hier ich... ist eine Eule! Warum verprügelst du Eulen? Warum nicht? Sie macht und ansonsten nichts. Aber... Nee, ich meine, warum brauche ich eine Kelle, um in diese Kneipe reinzukommen? Weil jemand in der Tür stand und dich nur vorbeiließ, wenn du in eine Kelle gehst. Ja, aber was ist denn das für ein... Verhalten? Ja. Wenn ich jetzt einen Ausweis geschmiedet hätte, dass ich 18 bin oder so, hätte ich das ja eingesehen. Ist das die Eule? Mhm. Okay, wollte ich auch machen. Die Eule weiß auch nicht, wo der Topf ist. Können wir vielleicht die Quest machen, wenn man Hinweis stehlen könnte? Ich drücke nochmal den Knopf. Ich denke. Was ist das jetzt zum Beispiel? Black Rider. Das war. Das ist die Mission, mit der wir hergekommen sind, sozusagen. Ist das richtig? Mhm. Aber wo ist denn jetzt das Auenland zum Beispiel?
Ist das hier in dem Bereich? Müssen wir das jetzt nochmal neu freischalten? Hobbiton, da war's doch. Hobbiton. Wir sind sogar schon. Also nicht das Auenland, sondern unser Dorf, ja. Also hier gibt es noch viel mehr zu erkunden, als wir auf dem Hinweg gesehen haben. Da kommen wir nicht durch. Ja, ich gebe ja zu, dass es mir persönlich Spaß macht, einfach die Landschaft zu vertrieben, aber vielleicht... Du meinst, das ist nicht so wahnsinnig spannend? Zum Zuschauen, ja, möglicherweise. Und ich komme ja auch nicht von der Straße weg. Aber da hinten, das ist schon unser Dorf, ne? Hier mit den Girlanden. Ja, das sind wir die Reste von Bilbos Feier, meine ich. Wir dürfen nur nicht rein. Ja, dann gehen wir zurück. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Aber wir können auch einfach wieder nach Bree gehen. Und schauen, wo uns die Hauptquest hinfällt. Unterwegs könnte sich in jedem Busch hier ein Ork verstecken. Stell dir ihre überraschten Gesichter vor, wenn tatsächlich ein Ork in der Busch ist. Ich wäre dann überrascht. So wie das klassische Skelett in der Kiste, beziehungsweise im Fass. Oder in der Vase. Oder in irgendeinem anderen Behältnis. Hier kannst du auch Feuer machen. Ich komme. Oh, dann machen wir irgendwas auf, wenn ich hier Feuer mache. Freie Kamera ist natürlich auch eine super Sache. Mhm. Aber die hatten wir im Batman ja auch schon. Manchmal. Ja, schnell weg. Entschuldigung. Au! Entschuldigung. Was soll nimm das denn? Nimm den Stein. Der Herr Aragorn ist bring ein ganz den, komischer Typ. Ich bring den Hobbits halt kämpfen bei. Ja, der will ihn umbringen. Ist toll. Man merkt daran, dass das Spiel epischer ist als die anderen Lego-Spiele, dass man auch viel mehr Geld kriegt, habe ich das Gefühl. So, Geld ist gleich epic. Ja, ja. Also wieder rein nach Bree oder hier draußen weiter gucken nach dem Kopf? Wie gesagt, haben wir irgendwie im Menü eine Übersicht über unsere... Ich habe gerade etwas gekauft, das sich Questfinder nennt oder so, ne? Was ist denn zum Beispiel das hier? Ist das einer das von uns? Das ist die Markierung, wo wir uns befinden. Nee, ich bin das. Du bist das, oder? Mhm. Man sagt uns dann, dass hier noch zwei Steine sind, ja? Mhm. Die wir verpennt haben. Sollen wir versuchen, die zu finden? Oh, nee. Oder also ich glaube, die Steine sind jetzt nicht so spannend. Was ist das hier? Backend, okay. Hat er gesagt, dass es in dem Waldabschnitt ist? Er hat irgendwas davon erzählt, dass er irgendwie was an der Straße verloren hat. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, deswegen frage ich nach einem Quest. Lass uns doch nochmal zur Schmiede gehen, vielleicht können wir jetzt hier etwas kaufen, was uns weiterhilft. Weil wir ja, eben, da ist nochmal Peter Jackson. Da können wir den fragen, der müsste doch wissen, was... Was ist das hier? Kann ich auch nichts machen. Hier müsste man schießen können für irgendeine kleine Aufgabe. Was wir nicht können. Hier sind nur die Gegenstände, die wir basteln können. Wir können nicht mit dem Zwerg hier reden. Das macht mich wütend. Ah, du musst offenbar noch ein paar Feuer anmachen. Mhm. Deswegen erkunden. Auf Lego-Art. Was gibt es denn hier noch? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Willst du raus? Set Destination. Ich whatever. Weiß nicht. Hm. Fragezeichen sind Quests. Es gibt ja scheinbar wirklich nur die Schmiede. Und das Tänzelnde Pony. Und das Tänzelnde Pony. Darf ich weiter Feuer anzünden? Entschuldige. Bitte. My little ones want feeding.
But I lost my soup pot somewhere in that road where that black rider was lurking about. Ja, du hast recht. Also mich beunruhigt die Tatsache, dass die schwarzen Reiter immer noch... Hier kannst du nochmal Feuer machen. Dass die schwarzen Reiter nicht mehr auf dem Tablette waren gerade, sondern offenbar entkommen. Aber sie rechnen nicht damit, dass wir nochmal zurückkommen. Wir haben den Ort nie verlassen. Hier kannst du noch Feuer machen. Hier kannst du Feuer machen, hier draußen. Ja, ich wollte nur fragen, du warst gerade schon drin. Ich war ja schon drin, ja? Da gab es nichts zu tun. Bist du denn mit deinem Feuer? Ich bin das Gelbe. Das, was hier drum hüpft. Mal schauen, was passiert, wenn ich sie jetzt alle anhabe. Das gibt Geld. Boah. Und ein Pfeil weist uns übrigens ziemlich durch den Weg für die weitere Handlung. Wollen wir dem Pfeil mal folgen? Tun wir es doch einfach mal. Kommt, kleine Hobbits. Folgen wir den Pfeilen, die Gandalf wahrscheinlich für uns gelassen hat. Ich glaube, hier könnt ihr uns auf die Mütze geben gleich. Oder? Und schon sind wir im Sumpf. Ich dachte immer, im Film wirkt das so, im Buch, als wären da Tage dazwischen, aber der Sumpf liegt direkt vor den Toren von Bree. Du bist ganz schön klein. Wo ist eigentlich mein Schwert hin? Achso, ich hab's gar nicht angewählt. Ich hab einen Schlüssel. Okay. Hast du den geschmiedet? Nein, ich hab ihn ausgebuddelt. Du hast auch Pfeile in der Landschaft. Wenn ich die Schlüssel benutzen kann, offensichtlich. Achso, die sind gerade hier ausgegraben. Sam macht irgendwie tatsächlich alle wichtigen Sachen, kann das sein? Natürlich. Hast du Hügelgräber gefunden oder sowas? Könnte sein. Sieht so aus. Hast du noch mehr Sachen, die du aufschließen kannst? Du hast noch mehr zum Buddeln. Aber es gab hier vorhin noch einen zweiten Fall, das heißt, irgendwo muss es auch noch einen zweiten Schlüssel geben. Was hast du gefunden? Geld! Hier kannst du mal graben, oder? Warst du hier schon? Ja. Geld. Ja, ist auch wichtig, wenn man nach Mordor will, ne? Man läuft nicht einfach nach Mordor, man muss sich eine Kutsche mitnehmen lassen. Dieser Rattenschwanz an Hobbits, der immer hinter einem herläuft. Die sind eigentlich nutzlos, ne? Sam allein würde es Öl reichen. Mhm. Ich soll sagen, die Umgebungsgrafik würde auch in jedem anderen Spiel mehr zumindest genügen. Und ich habe schon hellere Ringe-Spiele mit schlechterer Grafik. Aber auch auf anderen Plattformen. Ja, und in anderen Jahrzehnten, aber... Okay. Wir haben uns gerade wieder etwas irritiert angeschaut. Denn dieser Zwerg hat seine offensichtlich fliegenpilzförmige Krone verloren, die wir immer eben aus dem Orthanc-Turm holen sollen. Nein, er hat sie auf dem Weg zum Orthanc-Turm verloren. Wir müssen nur mit einem der schwarzen Reiter wahrscheinlich dort kämpfen. Du weißt schon, also die wir vorhin nur durch werfende Äpfel und sowas. Die könnte überall sein, ja? Mhm. Jetzt sind wir wieder in den Außenbezirken von Bree. Entschuldigung. War nur Frodo. Mach weiter. Achso, hier ist nochmal der Zwerg. Okay.
Aber da ist ja schon die Wetterspitze da oben, oder? Mhm. Wollen wir mal hingehen? Ja, Moment, ich sammle noch ein paar Münzen auf. Die Wetterspitze ist sozusagen direkt... in Sichtweite. Ja, das erklärt, warum Aragorn so deutlich den Kampf aus der Ferne gesehen hat. Naja, okay. Durch das viele Münzen aufsammeln wird der Weg natürlich verlängert. Und hier ist wieder so ein Speicherstein-Ding. Das ist kein Speicherstein, sondern der zeigt dir Geheimnisse. Ja, schön. Ja, ich fürchte, wir müssen da hoch. Aber du kannst auch gerne erst da drüben hinlaufen. Hier ist ganz viel Kram. Ja, ich weiß, aber da oben geht bestimmt die Story weiter. Und es ist Nacht langsam. Das ist schön. Guck mal, der Sternenhimmel. Aber ich will natürlich nicht verpassen, was du da machst. Was machst du denn da? Ertrinken. Das machen wir uns gerne. Das ist nicht ganz weit genug für mich. Ich glaube, dass wir beide gleich weit springen können, oder? Ja. Naja. Jetzt häng ich wieder fest. Ja. Ja, das sind nicht gerade die Highlights des Spiels, die wir hier gerade sehen. Mann, den Möhren habe ich gezeigt. Oh, ich springe mal wieder an die gleiche Stelle, wo ich nicht wieder wegkomme. Das ist doch... Überhin kann ich noch kämpfen. Auch ein Lego-Klassiker. Da, guck mal, ich lande immer da hinten. Das ist... nur so mitteltoll. Ja. Das ist schwarze Magie am Werk hier, bin ich mir sicher. Okay. Du klemmst wieder fest. Ich habe dieselbe Stelle wie du. Was haben wir davon? Wieder eine Art voll Kohle. Okay. Es hilft, wenn du versuchst, erstmal woanders hinzuschwimmen oder so. Ja, das habe ich gerade probiert. Du bist eh gleich tot. Weißt du, es lohnt sich nicht mehr, diesen Hobbit zu retten. Du kannst auch nirgendwo hin. Ja, Gott, nochmal! Endlich. Was ist denn mit mir passiert? Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Wo bist du denn jetzt? Wieso bist du Frodo? Weil ich einfach Sam zurückgelassen habe. Das Sam einfach zurückgelassen. Der hängt immer noch da hinten. Okay. Da ist er wieder. Ich dachte gerade, wir müssen jetzt die Geschichte umschreiben. Es gibt ja durchaus im Bono mehr relevante Hobbits, ne? Ja, ich denke, dass Elfen oben drüber laufen würden, wenn wir Hobbits und Menschen nur unten drunter hängen und nichts daran ändern. Ah, wir brauchen einen von diesen Elfen. Okay. Was ist das hier bitte? Sprengminen? Was soll das? Das blinkt. Das ist... Ah, da kann man irgendein Rennen reiten oder so. Mhm. Diese Rätselfigur hier hattest du schon, ne? Ich denke ja, wenn es dir am Fuß der Wetterspitze ist. Ja. Hier brauchen wir... eine Kurbel. Wir haben keine Kurbel. Ich habe keine Kurbel.
Du hast keine Kurbel, wir haben keine Kurbel. Wir sind kurbellos. Lass uns doch mal die Wetterspitze heimsuchen. Ich stehe schon. Oder wir sammeln noch die... Du stehst schon da unten? Okay, entschuldige. Hier ist noch so ein Ding, das wir nicht einsammeln können. Und hier ist noch so ein Ding, das wir nicht aufmachen können. Okay, cool. Aber du konntest doch, und hier ist so ein Ding, das gar keinen Sinn macht. Kannst du vielleicht zerhauen von außen? Nur Pflanze, die drauf ist. Seltsame Sache, das ist eine Pfütze. Okay. Da gab es noch eine Angelstelle. Willst du die noch nicht noch vielleicht benutzen? Hier konnte. Dann brauchen wir. Wer war es, Pippin oder Mary? Ja, eine von den beiden auf jeden Fall. Nee. Das machst du gehen. Ich bin zu doof zum Spiel. Das war's nicht, dann war es der andere. Ja, das ist der Angler. Vielleicht angle ich nur zum Kurbel. Man weiß es nicht. Nein, ich angle uns noch mehr Geld. Und eine Kurbel. Okay. Muss ich jetzt selber entscheiden, wo ich die Kurbel hinlege? Ich habe ein bisschen viel andere Spiele gespielt, Action Adventures, Batman, Assassin's Creed, wo man A drücken kann, damit man schneller läuft. Ich drücke jetzt immer vergeblich A. Und dann hüpfen sie nur. Das ist so. Erinnerst du dich an die Leute, die zu Star Wars The Old Republic kamen und vorher nur KOTOR gespielt hatten und genau. Dann immer, wenn der Kampf anfing, rumsprang? Ja, die Leute, die von KOTOR kamen, kannte man am Springen. Wie mich auch zum Beispiel. So. Jetzt aber mal weiter mit der Story hier, ne? Ja. Genug Zeit verplempert, haben wir schon eine halbe Stunde hinter uns. Jetzt wollen wir, dass hier auch langsam mal was passiert. Ja, nur wie kommen wir da hoch? Folgen wir doch einfach. Achso. Ich habe den Weg schon gefunden. Ich finde es übrigens großartig, dass die Figuren, die da am See stehen, auch Lego sind. We shall rest here tonight. These are for you. Keep them close. I'm going to have a look around. Stay here. What about second breakfast? So, ich habe ein Gefühl, was jetzt kommen könnte, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf den vierten Teil. Okay. Also bis dann.